ohne gegenseitige Solidarität geht's nicht im Leben. Ja, Solidarität ist etwas sehr Gutes, aber es geht auch ohne. Bin ich absolut der anderen Meinung. Ohne Solidarität, finde ich, wären wir in einer Gesellschaft, die für mich zumindest nicht mehr nichts hergeben würde. Das wäre für mich nichts mehr wert. Da meint man das gegenseitige Schauen aufeinander, oder? Also wenn ich es jetzt gleichsetze mit mitfühlend, was ich jetzt machen würde, dann ja. Mit einem gewissen Zusammenhalt kann man auch was schaffen, finde ich. In Bezug auf uns jetzt, im Thema Schwulsein, da wären nicht besonders viele solidar. Aber die Tatsache, dass du unglaublich viel Musi beitragen kannst, oh, da steigt die Solidarität, das sage ich dir. Aber es ist so. Ja, ich meine, wenn du jetzt die Klarinette nicht könntest und so ziemlich in der Gegend einer der besten Klarinettisten wärst, dann könntest du die Solidarität sonst wohin schieben, das weißt du auch. Es gibt immer wieder Situationen, wenn man sich fragt, denkt jeder nur an sich selbst? Es war vor ein paar Jahren Unwetter bei uns im anderen Ort, da waren alle Keller überschwemmt. Und da ist aber keiner umgegangen und gefragt, ob er helfen kann, sondern die sind von allein gekommen und ihm geholfen. Also da hat keiner irgendwas verlangt dafür. Da. Das ist ja, ich bin auch bei der Feuerwehr dabei, nicht, man ist eine freiwillige Basis. Ich finde das auch ein Ort Solidarität gegenüber der Gemeinschaft in unserem Ort, oder? So sehe ich das. Mittlerweile glaube ich, was man gibt, kommt ein bisschen wieder zurück. Und die Frage ist, wie weit man das aufmacht. Meine Freiheit hört dort auf, wo deine anfängt. Ohne gegenseitige Solidarität geht's nicht im Leben. Stimmt, weil alleine, wenn ich jetzt an die Flüchtlinge denke, in Dernberg gibt es Flüchtlinge und ich freue mich so, dass die da angekommen sind und dass wir es da haben, weil wenn ich flüchten wollen würde, dann würde ich auch wollen, dass ich aufgenommen werde und das ist schon wichtig. Stellen wir uns vor, als Österreicher, wir würden jetzt flüchten müssen, woanders hin, glaube ich, würde es uns allen eigentlich ganz gleich gehen. Wir würden hoffen und bitten, dass die Menschen uns dort im anderen Land aufnehmen und das eigentlich liebevoll. Es gibt in Österreich zu viele Leute, die sich Leistungen vom Staat erschleichen. Traurig aber wahr. Leute, die sich einfach keinen Bock haben zum Arbeiten und das finde ich nicht in Ordnung. Ich stelle jetzt für mein Kind einen Haferbrei und eine Schoko hin, dann muss ich auch damit rechnen, dass mein Kind die Schoko nimmt. Ja, derer Meinung bin ich schon auch. Ja, vor allem, es gibt Arbeitslose, die was gar nicht arbeiten wollen und immer wieder bei meinem Essen landen und dann aber auch Geld kriegen. Da kenne ich auch so ein paar Leute. Ja, das gibt es sicher. Aber da ist eigentlich der Staat selber schuld, weil er es manchen Leuten ziemlich schwer macht mit einem geringen Mindesteinkommen. Und die Leute dann, wenn sie die Chance haben, natürlich sagen, gut, dann nehme ich lieber die Arbeitslose, bekomme 800 Euro, gehe geringfügig arbeiten und steige besser aus, als wenn ich 40 Stunden voll hackel. Ich sehe da keinen Sinn im Leben, wenn ich nur von Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld lebe. Was tue ich den ganzen Tag? Das wäre also für mich unvorstellbar. Erschleichen würde ich einmal nicht verwenden, aber deswegen sage ich auch, stimmt nicht. Ich weiß, dass das in aller Munde ist und ein sehr nettes Gespräch am österreichischen Stammtisch darstellt, aber na, stimme ich nicht so. In jeder Vereinbarung, in jedem System gibt es ein paar schwarze Schafe, weiß ich nicht, aber das würde ich so auf keinen Fall unterstreichen. Das sind vielleicht vor allem Unternehmen oder so, ja. Ja, also, es gibt Leute, die es im Kleinen machen und dann gibt es Leute, die es im Großen machen. Also das genau, also ich glaube, hier wird auf irgendwelche Mindestsicherungsnehmer angesprochen, die irgendwie nichts arbeiten und sich den Sixpack vom staatlichen Geld kaufen. Aber ich glaube, was für die Gesellschaft schädlicher ist sind Leute, die nicht ihre Steuern richtig zahlen. Also das ist ja auch eine Art Schmarotzertum. Aber über die Schmarotzer mit Seidenkrawatte wird eher nicht so geredet, glaube ich. Ich glaube nicht, dass etwas möglich ist, ohne dass es der Staat dir erlaubt. Das heißt, es gibt gewisse Dinge, die kannst du machen. Und wenn du weißt, wie, dann nützt es sie auch. Man kann, glaube ich, bequem leben, auf Kosten sozusagen des Staates.
Also es gibt viele Leute, die halt in Frühpension gehen oder sowas. Ich glaube, dass das relativ einfach war eine Zeit lang. Es ist nicht der gute Ton, sich Sozialleistungen zu erschleichen, aber meine Kritik geht hier eher gegen den Staat, gegen den Sozialstaat Österreich und nicht gegen die Menschen selbst, die sich diese Sozialstaaten einheimsen. Und ich glaube nicht, dass es Leute gibt, die jetzt bewusst sagen, ich will nicht arbeiten und ich will mir jetzt Geld vom Staat erschleichen, weil das finde ich lustig, nichts zu tun und von der Arbeitslose zu leben. Also das kann ich mir schwer vorstellen. Aber wir kennen einige Leute, Österreicher, die sind sowas von gewitzt und haben sowas von Ahnung von diesen ganzen Rechtslücken. Das sind die Leute, die das richtig machen können. Die können uns richtig aufs Ohr hauen, weil die kennen sich zu 100% mit allem aus. Ich weiß das nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Es gibt immer die Guten und Schlechten, wer weiß, ob ich ein Guter bin oder wer selber gut ist, in andere Augen. Welche der folgenden Sozialleistungen hältst du für übertrieben? Ich glaube nicht, dass irgendeine Sozialleistung übertrieben ist. Jeder von uns war dankbar für Studienbeihilfe, ja. Mindestsicherung, Mindestpension. Meine Mutter wäre sonst ja tot ohne Mindestpension. Familienbeihilfe auf keinen Fall. Ja. Ich meine, ich bin so glücklich, in einem Land zu leben, wo ich Krankenversicherung habe. Zwar eine tolle Krankenversicherung. Ich finde es toll, dass Studierenden Gelegenheit haben, Studienbeihilfe zu beziehen. Genauso Arbeitslosengeld. Das sollte von der Bevölkerung auf keinen Fall ausgenutzt werden. Naja, wenn man sie nicht braucht, dann kann man sie alle für übertrieben halten. Aber wenn man mal in der Situation ist, dass man sie braucht, dann das ist, glaube ich, jeder Einzelne essentiell, also. Wir können froh sein, dass wir die ganzen Sozialleistungen haben. Und man kriegt es ja nicht ohne Grund, also. Du musst mindestens einen gewissen Zeitraum gearbeitet haben, dass du nachher dann Arbeitslosengeld kriegst. Also ich kriege zum Beispiel jetzt bis Jänner mein Arbeitslosengeld, so wie es halt jetzt ist. Also das Arbeitslosengeld ist so eine Sache, wo ich mir denke, da wäre es wirklich gescheitert, das ist ein bisschen leistungsbezogener. Es gibt viele, viele Arbeitslose, die sich nicht bemühen und trotzdem Arbeitslosengeld bekommen. Sind die Sozialleistungen in Österreich nicht übertrieben? Sie sind sehr, sehr gut. Nur sie werden teilweise von den falschen Menschen bezogen, die es nicht so sehr verdient hätten oder nicht so sehr brauchen wie andere Menschen. Die Frage ist nur, ob es wirklich so viele verschiedene geben muss, ob eine Vereinfachung nicht einfacher wäre. We don't have something like this in Syria. So, it's all new. Es gibt so viel Individualismus, nein. Was? Überhaupt nicht, das kann nicht so viel geben. Was ist das für eine Frage? Individualismus. Wenn ich jetzt Individualismus als Vielfältigkeit, jeder kann sein, wie er möchte, auslegen wird, dann sicherlich nicht. Nein. Das macht uns ja aus. Also individuell zu sein, macht mich ja aus. Ich finde, das soll jeder machen, was er will. Individualismus ist doch gut, oder? Ja, schon, aber man muss so aufpassen, dass das nicht den Egoismus überschwankt. Okay. Also sobald die Leute dann zu egoistisch werden und sich gar nicht mehr um andere Menschen kümmern, ist es sicher schlecht. Muss nicht so sein wie vorgeschrieben. Das finde ich schön. Ist gut, dass es von allen ein bisschen gibt, weil wenn jeder gleich wäre, dann darf man sich auch nicht mehr. Also ich glaube, dass wenn du nicht individuell bist, oder dann lässt du dich sehr viel von anderen beeinflussen. Ich denke aber eher, dass die meisten Menschen Mitläufer sind und einfach mit der Masse gehen und das tun, wo sie glauben, das tut eh jeder, weil sich die Leute eben viel zu leicht beeinflussen lassen. Und das ist schlecht. Ich finde, jeder soll der sein, der er ist und nicht wegen irgendwelchen Vorgaben sich irgendwie zurückstellen oder anders sein müssen, obwohl er sich nicht so danach fühlt.